Und da wären wir auch schon bei dem ersten Spieltag. Eintracht Bonn gegen Thura Syndicato Witten. Eins der beiden Teams hat es geschafft, im DFB-Pokal weiterzukommen. Und es ist nicht Bonn. Thura Syndicato Witten, erstes Spiel in der YouTube-Bundesliga gegen ein etabliertes Team wie Eintracht Bonn. Welches Team kann sich die ersten Punkte einheimsen? Bonn oder Witten? Wir sehen's. Und damit kann es auch schon losgehen. Bonn in Orange-Schwarz gegen Witten in Weiß-Rot. Ja, die Wittener konnten im ersten Rundenspiel des DFB-Pokals gegen FSV Gelsenkirchen gewinnen. Gelsenkirchen hat ja gestern gespielt gegen Essen. Da konnte ja Essen den ersten Sieg hier einheimsen. Da ist Tari! Erste Gelegenheit hier für die Bonner. Die haben hier einiges an Frust, was sie abbauen müssen. Denn sie haben gegen Hornhausen verloren. Gegen Hornhausen hat es nicht gereicht. Hornhausen startet ja nächste Woche auf Pale Croft. Da beginnt dann die zweite Liga. Wobei auch Bonn nicht das einzige Team ist, welches in der ersten Runde verloren hat. Das ist völlig egal, denn Larsam macht das Tor in der sechsten Minute. Der Abwehr, ja, Hühne, eigentlich damals auch Abwehrchef, aber man hat die Binde dann an Wolfi abgegeben. Ja, und jetzt macht Larsam einfach mal das erste Tor. Ganz früh hier für die Eintracht in diesem Spiel. So kann es doch gern weitergehen. Das ist natürlich bitter hier für Witten, aber Bonn muss hier jetzt sich ein bisschen beweisen nach dem Spiel gegen Hornhausen. Da hat dann doch ein wenig gefehlt, als sie da gegen Hornhausen in Oschersleben dann verloren hatten. Aber Bonn hat das Ziel, erstmal hier nicht abzusteigen, das ist ja klar. Aber sie hatten ja auch schon an den internationalen Plätzen geschnuppert. Sie hatten einen sehr guten Start in die letzte Saison. Waren auch zwischenzeitlich Tabellenführer und ja, sie wollen jetzt das Gleiche machen wie in der letzten Saison. Nur mit dem Unterschied, dass sie dann ja nach dem Saisonbeginn auch auf dem Level bleiben. Und jetzt wird hier Tari komplett weggehauen. Das gibt hier den Strafstoß. Und ich glaube, ja, das ist vertretbar. Keine Karte, aber Biagi steht jetzt halt am Punkt. Nächste Gelegenheit hier für einen Treffer von Bonn. Biagi trifft. So, man hatte die Ecke. Ganz schade für Jane, aber es steht 2:0 für die Eintracht aus Bonn. Das ist mein Start nach Maß. Biagi ganz abgezockt ins Eck und damit steht es 2:0. So kann es natürlich gerne weitergehen aus der Sicht der Bonner. Für Witten schon wirklich schade. Sie waren das zweitbeste Team aus der Aufstiegsrunde. Nur Jena war besser in ihrer Gruppe. Aber auch Gruppensieger der Gruppe A war natürlich Witten. Hinter ihnen waren die Gwampade Goalgetter, die heute gegen den FC Renetopia ran dürfen. Hier Gomez. Ja, Wolfi. Ari, ja, irgendwie kommen sie da nicht durch. Jana hat den Ball wieder.
Jetzt die Ecke ausgeführt, gibt die nächste Ecke. Lessing war da. Nochmal der Elfmeter von Biagi. Thomas. Kahn. ...30 Minuten gespielt, es steht jetzt 3:0! Denn Kyle Gomez, der macht den nächsten Treffer. Kyle Gomez natürlich gekommen von Geilenkirchen. Meine Güte! Das ist mal, ein Auftakt nach Maß, aber... das kann noch ein sehr langer Tag werden hier für Witten. Das hat jetzt hier auch niemand gedacht, dass wir so einen Auftakt hier von Bonn sehen. Gegen Ende der Saison war ja Bonn eher so eine Wundertüte. Könnten mehr, aber machen sie einfach nicht. Hier jetzt, wo man nicht nur noch zwei Absteiger hat, sondern direkt vier. Das ist dann schon was anderes. Wir haben ja die Liga um sechs Teams aufgestockt. Dafür haben wir auch zwei Absteiger mehr. Bedeutet auch, aus der zweiten Liga werden dann am Ende auch wieder vier Teams aufsteigen. Relegation gibt es ja hier bei uns nicht. Wir brauchen nicht noch mehr TV-Gelder. Das wird nur auf Kosten der Spieler dann ausgetragen. Und das wollen wir nicht. Man soll sich innerhalb der Saison den Klassenerhalt schon, wenn dann er spielen und wenn man den Aufstieg sicher spielen konnte, dann sollte man nicht bestraft werden. Nur weil der YouTube-Bundesliga ist halt besser vorbereitet. War. Kyle Gomez. Jesus. Ja, Tari bringt den Ball auf Kyle Gomez! Doppelpack Kyle Gomez! In der 45. Spielminute. 4:0 für die Eintracht. Oh mein Gott. Und Witten hatte noch keinen einzigen Schuss aufs Tor. Es geht aktuell nur auf ein Tor und das ist das Tor von Witten. Der vierte Treffer für die Gastgeber. So kann man sich auch nochmal zurückmelden. Gegen Hornhausen nicht gewinnen. Beziehungsweise sogar verlieren. Aber hier in der ersten Hälfte einfach mal komplett die Hütte abreißen. Und damit kann es weitergehen. Die zweite Hälfte geht los. Die Wittener weiterhin ein bisschen planlos. Denn Bonn wieder auf dem Vorwärtsmarsch. Da ist Jesus. Tari auf Kyle Gomez, aber da waren sie jetzt da. Und Ehren blockt hier wieder ab. Der Ball kommt da hinten einfach nicht raus. Jane! Was der Mann heute alles hier halten muss. Natürlich viermal hat er schon hinter sich gegriffen. Aber der hat hier heute keinen
dankbaren Job. Herzog. Vielleicht kommt ja jetzt Witten mal nach vorn. Grimm, aber nein. Falls man es vergessen hat, Ramanauskas im Tor von Eintracht Bonn. Ich wollte es nur nochmal nennen. Ja, ne, schon wieder Tari mit dem Distanzschuss. Und Jane ist da. Bei solchen Spielen bin ich froh, wieder fit zu sein und nicht wie im DFB-Pokal. Denn das würde dem Spiel nicht hier Genüge tun. Man braucht hier einfach Leute, die hellwach sind. Das auch bei Witten. Vielleicht mal ein Wechsel. Ich weiß nicht. Es sieht so aus, als würde auf der Bank sich ein bisschen Bewegung auftun. Tari versucht es wieder aus der zweiten Reihe. Ja, okay, Gomez. Tari. Aber wieder gehalten. Und ja, jetzt gibt es auch den ersten Wechsel. Atalay kommt hier für Grimm. War auch sehr verwundert, dass Atalay nicht von Anfang an spielt. Tari mit 6 Schüssen zu 0. Wenn man jeden Spieler von Witten nehmen können. Hier nochmal die Parade von Janis. Seine 6. gewesen. Man hat selten Spiele, wo man 6 Paraden hier rausholen muss in der YouTube-Bundesliga. Und wenn du schon bei deiner 6. Parade bist und es 4:0 steht, dann weißt du, dass hier einiges schief läuft. Da ist jetzt Biagi und Pascal Pauschal. Nächster Wechsel. Werner kommt hier für Kippert. Ja, und die Spieler sind natürlich unzufrieden hier über dieses Ergebnis. Man hat sich das alles anders erhofft. Aber hier in der ersten Liga werden halt Fehler sehr schnell bestraft. Vor allem auch von Teams wie Eintracht Bonn. Da ist Philipp Ressus, Tari und da ist der Torhelfer jetzt! Da ist das Tor, das wollte ich sagen. Nicht der Tor. Der Tor gibt es nicht. Aber Tari gibt es wieder. Der ist hier wieder da. Hatte ja im Pokal nicht gespielt. Da war ja Vasilev gesetzt. Und jetzt bedankt er sich beim Trainer hier für das Vertrauen mit einem Treffer. 5:0 für Eintracht Bonn. Und wir haben noch einiges zu spielen. Gut 20 Minuten noch. Das ist natürlich die Frage, kann Witten wenigstens mal einen Schuss aufs Tor setzen? Oder bleibt es dabei, dass Bonn hier Witten komplett an die Wand spielt? Tari jetzt mit dem Foul. Gibt doch mal nur eine Ermahnung. Ja, das kann man schon abpfeifen, ist kein Problem. Ein bisschen zu ungestüm im Zweikampf. Und jetzt kommt Masur für Winkelhoff, der sein Debüt gegeben hat. Winkelhoff kam ja von Dassau. War da nicht gesetzt und ja, meine Torannäherung. Ramanauskas musste mal aktiv werden. War jetzt keine Gefahr für Ramanauskas, aber er konnte sich nicht den ganzen Tag zurücklehnen. Dennoch kein Torschuss. Das ist jetzt, das machen jetzt die Wittener gut, stehen da, holen sich den Ball und gehen direkt hier in den Gegenangriff über. Man hat hier eine große Anzahl der Bonner hinter sich gelassen, den Marsch. Lessing.
Ja, Herzog, der Ball auf Werner und der erste Torschuss! Der erste Torschuss der Wittener! Und Roman Auskas musste hingehen. Und das war sogar ein richtig guter Torschuss. Nissen kommt jetzt hier für Tari. Was ein Schuss! Und die erste Ecke für Witten. Aber Masur bereinigt die Gefahr. Herzog nochmal. Da ist jetzt der Marsch, der zweite! Und Roman Auskas wieder. Witten kommt langsam ins Spiel. Und der nächste Angriff hier von Bonn. Ja, der Ball jetzt auf Kiel Gomez, der macht seinen Hattrick. Kiel Gomez mit dem Hattrick. 85. Spielminute. So kann man sich auch mal in Bonn einen Namen machen. Kiel Gomez ist ja einer der Top-Stürmer von Geilenkirchen gewesen. Am Ende gab es einfach zu viele Stürmer. Muss man auch so sagen, bei Geilenkirchen. Und gab dann einen Tausch. E. Gomez kam und Kilian Dame ging nach Geilenkirchen. 6:0 für Eintracht Bonn. Und damit herzlich willkommen zurück. Das ist mal eine Hausnummer. Und ich glaube, Witten wäre froh, wenn das Spiel hier mal enden würde. Vielleicht ein Ehrentreffer. Atalay. Ja, aber da sind sie ein bisschen zu hektisch. Haben, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass sie da so durchkamen. Werner, 2 Minuten gibt es noch. Und damit ist das Spiel auch vorbei. Eintracht Bonn gewinnt zu Hause gegen Tura Syndicato Witten mit einem 6:0. Vor allem dank diesem Mann. Jeder Schuss ein Treffer. Kiel Gomez ist in Bonn angekommen. Hurra, hurra, die Bonner, die sind wieder da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier in der YouTube-Bundesliga. Bis dann, haut rein und tschüss.